Herzlich willkommen zu einem weiteren wunderbaren Let's Play hier auf dem Channel. Sind wir schon bei Part 7? Ja, bei Part 7. Meine Güte, das muss ich mir langsam mal merken. Wir landen heute und sprechen ein bisschen über das Update. Ne, wenn das wieder rauskommt, ist es wahrscheinlich noch nicht da. Das ist wahrscheinlich die Nacht von Montag auf Dienstag, ne? Und das Update ist schon da, ne? Das Update jetzt am 1. Oktober ist Stand aktuell, wo ich das aufnehme, noch nicht da. Und schon mal das, was ich mir wünsche. Allgemein Fortnite mehr Mini-Battle Pass. Mal schauen. Bin ich auf jeden Fall mega, mega hyped auf das, was kommt. Denn, Freunde, wir können natürlich so einiges erwarten. Hier Mrs. Incredible ist natürlich wieder am Abgehen. Und wird hoffentlich die Lobby hier dominieren. Hoffen wir mal zumindest, ne, dass wir hier den Sieg reinholen. Im wunderbaren Let's Play, my friends. Hier nehmen wir gleich mal was mit. Ich würde sagen, eine Shotgun ist wichtig und richtig. Und dann, ja, was natürlich für Fortnite Mares kommt, ist ein wichtiges Thema, weil Fortnite Mares ist immer eine schöne Zeit hier in Fortnite. Und da werden wir so einiges bekommen. Einmal bekommen wir ja definitiv diese Kooperation, ne? Wir haben jetzt auch einen Fernseher, der dann tatsächlich wunderbar auch das Ganze anzeigt. Also die Sorg-Kooperation ist auf jeden Fall wunderschön, die kommt. Natürlich werden auch noch andere Kooperationen kommen, wie eventuell Freitag, der 13. Sehr, sehr cool. Eine Michael Myers zurück und weitere Dinge, ne? Night Before Christmas, Rave 2, also Welle 2 ist da auch natürlich sehr, sehr zu erwarten. Also Jack Skellington war das ja. Und viele, viele Dinge, worauf ich mich sehr, sehr freue. Eine Horror-Kooperation, Horror-Modus, ne? Wir kriegen ja wieder Horden Rush, also den Modus zurück. Ach, ach, ach. Das klingt doch alles schon mal, muss ich persönlich sagen, vielversprechend. Und ich persönlich würde mir, um ehrlich zu sein, mal tatsächlich einen wunderbaren Mini-Battle-Pass für die Fortnite-Mess wünschen. Ja, Leute, ne? Die Fantastischen Vier sollen ja auch noch kommen und kommen und werden natürlich auch hier reinschallern, vielleicht sogar mit mythischen Fähigkeiten, ne? Und für die ist natürlich der Mini-Battle-Pass ganz wahrscheinlich und er auch sehr, sehr realistisch. Aber, wie wäre es denn einfach mal nur mit einem Mini-Battle-Pass für eine wunderbare Horror-Geschichte, also für zum Beispiel Freddy. Freitag der 13. Freddy, was wäre es? Freddy Krüger, ja, wäre auch geil, aber ihr wisst, was ich meine. Freitag der 13. einfach, ne? Mit Jason Voice im Battle Pass drin. Oder natürlich, keine Ahnung, Ghostface oder whatever. Oder vielleicht die Sorg-Kooperation. Da stelle ich mir wirklich so einige Dinge vor, die tatsächlich echt cool werden. Oder cool wären. Ne? Ja. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Wir gucken, was so geht. Werden die Lobby hier natürlich dominieren, hoffentlich zumindest. Let's go. Ja, und das ist das, worauf ich mich freue. Natürlich nicht zu vergessen bei dem Update, generell auch das Live-Event. Und da ist es wirklich. Kriegen wir jetzt zwei Events, kriegen wir jetzt ein Event, kriegen wir am Ende der Season sogar ein großes wegen diesem 31.41 Mini-Update. Was da kommt, stelle ich mir auch richtig geil vor. Vor allem wird auch geil, Freunde, ne? Die nächsten Wochen und Monate sind jetzt eh bis Dezember huge. Ne, wenn er Chapter 6 reinschaltet und die nächste Zeit, da passiert jetzt so viel. Und das ist auf jeden Fall was, worauf ich mich wirklich sehr, sehr freue. Und ich höre Schüsse. Das heißt, wir drehen um. Und müssen da einmal durchschallern. Wo waren die Schüsse? Hier, ne? Hier. Oh, GG's. GG's, halt kein Shotgun-Schuss getroffen. Aber naja, ist auch egal. Zurück. Hier ist noch jemand. Der ist unten. GG's. Das war's auch mit dir. Mensch, du. So. Ne, also Fortnite Mares, richtig schön, Mephisto, Dr. Doom, Live-Event, das sind natürlich so die großen Geschichten, aber natürlich werden auch noch weitere Dinge kommen, wie eventuell eine neue Kooperation, beziehungsweise weitere Marvel-Kooperation, Disney-Skins, der Bösewichte kommen ja auch noch, also die Disney-Villains, Magnificent oder wie die heißt, oder ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, das tut mir natürlich leid, falls ich es nicht getan habe. Hier nochmal das Geschenk, bevor es dann morgen beim Update weg ist, ne. Die Dinge werden da ja weggehen. Eine Aug, das Medaillon können wir auch nochmal mitnehmen. Let's go. Und jetzt würde ich sagen, ziehen wir weiter. Und Mrs. Incredible braucht noch ein paar Kills. Mrs. Incredible, Alter! So. Ja, wie gesagt, also, das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass es da richtig schön wird.
Und natürlich, Freunde, wird es huge. Das Update wird einiges mit sich bringen und dann kommt ja noch eins, noch ein großes, also die 31.40. Kommt ja dann morgen, ist die 31.30. Dann kommt die 31.40, zwei Wochen später. Und dann kommt ja noch diese 31.41, dieses, ich sag mal, dieses Mini-Update, ne? Das, meine Damen und Herren. Perfekt, nehmen wir das mal mit. Let's go. Schießen wir mal in die Lüfte, damit die Gegner wissen, wer wir sind und wo wir sind. So. Sehr, sehr. Ja, gut. Das war's mit ihm auch mal gewesen. Aber ich höre schon wieder neue. Mrs. Incredible. Geh los und hol sie dir. Beim Nitrodrome. Oh, so ein geiler Ort. Aber diese ganzen Orte sind ja jetzt in dieser Season. Ich sag mal. Ach Mann. Mann, ey. Das war es aber mit denen wirklich gewesen. GG's. Holen wir uns unsere BMW 1 wieder. Fahren hier los. Let's go, my friends. Digga, das ist immer so geil. Ihr seht, das ist immer, macht immer so eine Laune hier. Oh, der Medaillonträger kommt auf uns zu. Der ist da vorne, seht ihr den? Ah, das ist das Doktor, ja, das Dr. Doom Medaillon, gut zu wissen. Und die Dr. Doom Fähigkeit. Der kämpft. Alles klar, Mann. Wow. Ja, ja. Du wirst gefightet. Das war so ein guter Schachzug hier rein. Der wird jetzt nämlich noch gefightet, seht ihr? Let's go, machen wir es mal auf. Das war's mit dir. GG's. Okay. Okay, my friends. Der Medaillonträger, wo ist denn der? Der ist auch in die Richtung da hinten gezogen. Da könnten wir mal einen Abstecher hin machen. Ah, jetzt ist das der Raft-Medaillon und das Doom-Medaillon da am Fighten. Okay, okay, okay. Interessant, interessant. Ne? Und da werden, wie gesagt, einige coole Dinge mit reinkommen. Also auch Skins, beziehungsweise Dinge, die man jetzt noch nicht so kennt. Beziehungsweise, die man jetzt noch nicht weiß. Ja, aber ey. Ich treffe aber auch nicht, seht ihr? Ey, Mann. Das ist doch unfair. Du hast Shuris Krallen. Mann, ey. Was war das denn? Hey. Das Chatpack ist halt wirklich... Die haben das... Der ist Treibstoff von dem Teil so genervt. Also das ist jetzt so, so... Braucht jetzt so, so wenig.
dass das leer schon ist. Das ist halt... Okay. Perfekt mit dir. Bist du krass, Mann. Oh, wir könnten theoretisch auch die Ironman-Fäuste mitnehmen. Ne, die Ironman-Fäuste wurden ja auch hier schlechter gemacht. Ne, by the way, alles, was wir haben, Shuris Krallen, alles sind irgendwie nur Handschuhe, aber ist egal. Die wurden ja schlechter gemacht, also machen nur noch 24 Damage, egal ob auf dem Kopf oder nicht. Damals 45 auf dem Kopf, 30 auf dem Körper, also viel, viel mehr Damage haben die gemacht, wirklich. Kann man sagen, was man möchte, die haben viel, viel mehr Damage gemacht. Und was den Damage betrifft. Da wurden die wirklich schon genervt. Da wurden die wirklich schon genervt vom Damage. Aber naja, ihr habt es gesehen. Man kann damit den geht die... Oh mein Gott, die Dr. Doom-Insel. Jetzt knallt es ja gewaltig. Die Dr. Doom-Insel, Leute. Wie selten ist die, ne? Die ist ja auch dann jetzt sehr, sehr bald deaktiviert. Alter, wie selten ist die? Ich hatte die jetzt bestimmt ein bis zwei Wochen gar nicht mehr. Seitdem die wieder auf 12% gemacht worden ist. Die hatte ja ein Wochenende 30%. Hatte ich die nie wieder. Okay, bedeutet jetzt hin. Wir haben ein Chatback, wir haben Fäuste, ne? Man kann die Fäuste noch spielen, Freunde. So ist es nicht, dass die jetzt zu schlecht sind. Also, spielen kann man die Fäuste definitiv noch. Also von Iron meine ich jetzt. Wie gesagt, ich finde halt, die sind schon... Da kommt jemand, der darf mich einfach nicht sehen. Vielleicht sieht er mich ja gar nicht. Das war ein Play, Mann. Habt ihr es gesehen? Wenn jemand kommt, verstecken wir uns einfach dahinter. Da kommt ein Auto. Wir hören gleich eine Zipline, ja. Oh, jetzt kommen auf jeden Fall schon zwei Rifts. Sie wollen die alle haben. Problem ist, es leben eh nur noch 6 Gegner, Freunde. Das bedeutet natürlich für uns, wenn nur noch 6 Gegner leben, man kann den Dr. Doom nur für solche wenigen Leute noch nutzen. Damals mit Thanos war es ja einfacher, beziehungsweise anders. Let's go. Der nimmt die eh nicht so schnell ein. Das heißt, wir gönnen uns das mal hier. Gucken, was der hier an Stuff hatte. Gut, jetzt nichts Grausartiges. Und werden selbst mal hochgehen. Und Schluss mit lustig da oben. Okay, noch 4 Gegner. Ja, wir können ihn dann halt nur noch gegen 4 Gegner spielen, aber das nehmen wir mit, wenn wir es hinbekommen. Wir müssen jetzt nur noch kurz durchhalten. Wir gucken, ob er hier noch irgendwas an Heal hat, was wir nehmen könnten. Falls jetzt schnell ein Gegner kommt, taken wir das mal und nehmen die einmal ein. Wir werden eh jetzt gleich, wenn wir es schaffen sollten, das nicht mehr brauchen. Oh, Krone habe ich. Gut, okay, das haben wir. Das haben wir, das heißt ganz schnell einnehmen jetzt. Dr. Doom ist da, ihr seht, er guckt mich an. Oh ja, Dooms Macht erlangen. Und wir werden zu Doom. Yeah, Mrs. Incredible ist Geschichte. Oh ja, Mann. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schönes Ding. Endlich mal. Wie gesagt, zwar nur noch 4 Gegner, aber... Das ist mir egal. So. Springen kann ich irgendwie nicht. Alles klar. Hä? Backt der Doom gerade oder? Oder wieso kann ich nicht springen? Guck, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich kann nicht springen. Jetzt? Ich darf, kann wahrscheinlich auf der Insel nicht springen oder was? Okay. Komisch, komisch, komisch. So, gut. Ey, das finde ich auch cool. Er muss einfach gar nicht laufen. Er kann dauerhaft sprinten übers Wasser. Das ist auch sehr, sehr crazy. Okay. Okay, Mann. Ich kann wieder nicht springen. Hä?
weiß nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hau mal die rein. Vielleicht triggert das das... Ah, da bist du. Hier, moin, hab ich gar nicht gesehen. Ja gut, zwei Dads. Der Strahl ist halt einfach zu crazy. Aber ich kann nicht springen. Das buggt doch ein bisschen. Jetzt kann ich erst wieder springen. Hm. Ihr seht ja unten links, es lädt auf. Okay, wir warten einfach mal, bis es aufgeladen ist. Ne, ich kann immer noch nicht springen. Oder ist das... Ist der Balken da falsch? Ist der Balken da falsch? Das ist, sieht jetzt so aus, als könnte ich springen. Kann ich aber nicht. Also der Taste ist eigentlich die Springpower. Ich kann aber hier... Ich drücke. Kann nicht springen. Hm. Keine Ahnung. Ob das ein Bug ist? Hä? Hä? Das ist ja weird. Was willst du von mir sagen, Mike, Alter? Was ist denn dein Problem mit mir? Ich kann nicht springen, hey! Ich werde gescammt! Dr. Doom wurde eingeschränkt, Dr. Doom wurde verschlechtert. Lol. Also ihr hört's. Das ist die Leertaste und ich kann die nicht nutzen. Wieso auch immer. Jetzt wieder? Hä? Hä? Jetzt kann ich auch... Ihr seht's, hä? Was? Jetzt kann ich auch ganz normal springen und den Superjump machen. Und eben ging gar nichts von beiden. Okay, gut zu wissen. Wieso das so ist, kann ich euch nicht sagen. Der letzte wird aber unseren wunderbaren Jump ins Gesicht bekommen. Das verspreche ich euch. Einmal da ins Auto, let's go. Geil. Und nein. Was ist denn jetzt los? Ich habe die Meter gebrochen. Ich habe die Meter gebrochen. Okay. Gut. Was war das für ein Bug? Die Frage ist, wo ist er denn jetzt? Da nicht. Der versteckt sich noch. Haben wir mal die Tankstelle eine Bombe rein? Er ist geriftet. In ihn rein. Bam! Habe ich dir nicht gesagt? RIP an dich und ein dickes GG an dieses Let's Play. Yo, yo, wie viel überlebst du noch? Alter. Hä? Ich hab einfach schon Abmoderation gemacht, obwohl ich noch nicht sicher Musik war. Aber jetzt epischer Doom-Sieg. Dickes GG, kann man mit ihm tanzen? Leider, leider nicht. Aber natürlich, Freunde, war es das mit dem Let's Play gewesen. Geiles Thema, wo wir ein bisschen drüber gequatscht haben, was ich mir so wünsche. Update und so weiter und so fort. Und ein Doom-Sieg. Ey, was will man mehr? Haut rein, euer Schmäle und ciao.